Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch alle blauen XP Münzen der Woche 6. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. An dieser Stelle würde ich euch am liebsten jetzt die goldenen XP-Münzen der Woche 6 präsentieren, aber leider sind die momentan noch verbuggt und noch nicht verfügbar. Daher müssen wir jetzt erstmal mit den blauen Münzen vorlieb nehmen. Die erste blaue Münze befindet sich diese Woche hier bei diesem kleinen Holzfällerlager nördlich von Hydro. Und dort gibt es so eine große Säge und auf die müssen wir einfach einmal draufhauen, wie wir das schon kennen und lieben. Und dann haben wir die erste blaue XP-Münze. Hier noch ein kleiner Extra-Tipp von mir. Wir haben hier nördlich ein paar kleine Bäume oder sogar ziemlich viele kleine Bäume. Und die sind perfekt für die Challenge mit den Bäumen, die wir haben. Also für die Stempelkarte mit den Bäumen, wo wir 100.000 Bäume insgesamt fällen müssen. Aber auch die 10.000 sind schon schwer genug zu erreichen. Und hier könnt ihr eben ein paar kleine Bäume farmen. Nebenbei gibt das Ganze auch gut Holz und da die Bäume auch sehr niedrig sind, sind sie auch nicht so auffällig. Die zweite blaue XP-Münze findet ihr hier südlich von Hydro, also auch die kann man super in einem Match gemeinsam farmen. Die befindet sich bei dieser Tankstelle, hier ist ein Mülleimer, hier einmal draufhauen und dann haben wir auch schon die zweite blaue XP-Münze. Man kann sogar noch die dritte blaue XP-Münze in dem gleichen Match farmen, also es ist easy möglich, alle drei zu farmen. Man hat ja eine nördlich, eine südlich von Hydro und die dritte habe ich euch gerade eben markiert, hier südlich von Misty Meadows. Und zwar ist jetzt hier einfach so ein Zelt und auf dieses Zelt einmal draufschlagen, dann haben wir hier die dritte blaue XP-Münze. Wenn man Glück hat mit der Zone, schafft man sogar noch die vierte blaue XP-Münze in der gleichen Runde zu sammeln. Und zwar ist das südlich von Kette Corner, direkt hier bei der großen Tankstelle, ist ein Stromkasten. Auf den einkloppen und wir bekommen die vierte blaue XP-Münze. Also diese vier blauen XP-Münzen sind wie gesagt in einem Match machbar, was ziemlich nice ist. Das hatten wir glaube ich auch nicht so oft, dass man fast alle blauen XP-Münzen in einem Match sammeln kann. Die fünfte blaue XP-Münze ist dafür ganz woanders. Die ist südlich von Catty Corner, also das müsst ihr auf jeden Fall in einem anderen Match machen. Und da haben wir einfach eine Bank, auf die wir draufhauen müssen, das ist hier bei dem großen Baum. Und dann haben wir auch schon die 5 blauen Münzen fertig. Ja, durch das, dass wir jetzt die blauen Münzen der Woche 6 auch haben, haben wir jetzt schon 20 von 30 und den vorletzten Stempel bei dieser Stempelkarte. Das bedeutet, dass es so nicht mehr weitergehen kann, denn wir haben jetzt noch Woche 7, 8, 9 und 10 und wenn wir hier jeweils noch 5 blaue Münzen hätten, wären wir hier bei 40 von 30. Also wird es entweder so sein, dass es in den nächsten Wochen weniger blaue Münzen geben wird oder es ist so, dass die nächsten 2 Wochen jeweils noch 5 blaue Münzen sind und dann gibt es keine mehr. Oder natürlich auch noch möglich, dass es mehr blaue Münzen gibt, wie man benötigt für den letzten Stempel, was ich eher nicht glaube. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Als nächstes kommen jetzt noch die grünen und die lilanen XP-Münzen von mir und sobald es natürlich draußen ist, auch die goldenen XP-Münzen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Kicks.